Co-Creation meint, dass man als Organisation nicht nur auf die Ressourcen zurückgreift, über die man direkt verfügt, sondern dass man auch sein eigenes Netzwerk als Ressource betrachtet und dieses Netzwerk mit einbezieht in die Wertschöpfung, die man macht. Ich glaube, dass es heute ein Anspruch gibt oder eine Haltung, eine Erwartung von Menschen, dass sie gehört werden, dass sie sich einbringen können. Ja, das wird befeuert durch die digitalen Medien, die jedem zur Verfügung stehen und mit denen man sich zu allen möglichen Themen äußern kann und einbringen kann. Und das ändert die Erwartungshaltung und die Anspruchshaltung von Menschen. Insofern glaube ich, dass Kultureinrichtungen darüber nachdenken sollten, wie sie dieses Potenzial mit einbeziehen können in ihre Arbeit. Also ich glaube, ein ganz grundsätzliches Problem ist, dass es erstmal sehr fremd ist, sich überhaupt vorzustellen, wir holen da jetzt andere Leute mit rein, wir lassen die mitwirken an dem, was wir machen. Ja, deswegen, da wo das gemacht wird, findet das oftmals in einem sehr kontrollierten Rahmen statt, ja, also wo man sehr genaue, vorgefertigte Möglichkeiten und Rahmenbedingungen setzt, wie diese Co-Creation überhaupt stattfinden darf. Ich glaube, das ist also das erste Problem, dass man sich klar machen muss, dass, worin kann der Nutzen liegen und dass da ein Nutzen drin liegen kann. Andererseits kann man oder muss man sich auch klar machen, dass es natürlich auch problematisch sein kann, weil man einfach nicht weiß, was kommt wirklich dabei raus. Ja? Wenn ich selber die Kontrolle über alles habe, dann kann ich auch einen gewissen Qualitätsstandard versprechen und kann sagen, das wird dabei rauskommen. Bei Co-Creation ist das nicht immer gegeben. Ja? Das kann mal gut sein, das kann mal spannend sein, es kann sehr kreativ sein, es kann aber auch langweilig sein und wie ins Leere führen. Ja, also es wird gesagt, dass die Kommunikation zentral ist. Ja? Also es geht sehr viel darum, wie kommuniziert man mit anderen, wie steht man im Austausch. Und das heißt, das ist auch nichts, wo ich sagen würde, man macht das von jetzt auf gleich, sondern ist etwas, was man aufbauen muss. Also wo man sozusagen mit seinem Netzwerk die Kommunikation nach und nach aufbauen muss und diesem Netzwerk wirklich auch vertrauen kann. Und dann kann man nach und nach sozusagen auch mehr zulassen und mehr versuchen.